Herzlich willkommen zur nächsten Final Fantasy 13 Lightning Returns Episode 2 Beta Games for You. Ich bin Suivo und ich muss erstmal gucken, was jetzt hier eigentlich noch so alles Sache ist. Der Gral ist ja was anderes. Das ist die einzige Mission, die wir jetzt noch haben. Die ist, glaube ich, in dem Tempel drin. Die hatten wir jetzt alle, genau. Die haben wir zuletzt geholt. Die haben wir auch gekauft. Wundergelatine. Dafür brauchen wir irgendwie Chefpuddings oder sowas. Das können wir noch nicht machen. Jagdduell. Dafür brauchen wir so einen grünen Schokobo-Fresser-Ding. Mondseelenblumen sind nur bei Nacht. Das heißt, das bringt uns aktuell auch nichts. Wundermahlzeit. Bekommt man sie nur in Arias, wenn ich doch nur einen Happen davon haben könnte. Okay. Und das ist ja dieses Verbindungsstück. Dann würde ich sagen, gehen wir doch mal noch in die Eremitenödlande Dingsbums. Um da so einen Bobo-Fresser zu finden. Nehmen die natürlich wieder alle mit. Die wollen wir ja aktuell ausrotten. So, machen wir den erstmal kaputt. Sehr gut. Nur mal gucken, dass wir hier auch rauskommen, wenn wir hier schon rummachen. Das sieht immer ganz gut. Oh, wir könnten aber auch von da oben rum ins Felsmassiv gehen. Es dauert länger, denke ich. Wir gehen einfach hier rum raus und gut ist. Dann können wir auch die Dicken da unterwegs noch mitnehmen, die wieder 2 Chronostasis-Punkte geben. Ich weiß, wie viele von denen müssen wir töten, bis die mal ausgerottet sind. Die nerven nämlich ein bisschen, muss ich sagen. Auf Dauer. So, das war's wieder. Da ist schon wieder der nächste. Abfahrt. Evil has a price. Kein Thema, kein Thema. Der kann ja mittlerweile echt gar nichts mehr. Oh, was ist denn das hier? Das habe ich vorher, glaube ich, noch nicht gesehen so richtig. Ah ne, ich glaube, das ist die Hütte, wo da oben der Gegenstand drauf ist. Oder? Ist ja eigentlich. Dann kennen wir das doch schon. Und da ist wieder einer von der Sorte. You think you can be forgiven? Also mittlerweile sind wir auf jeden Fall relativ stark für die Gegend hier, denke ich. Ich schätze, wir können es auch mittlerweile echt mit anderen Gegenden aufnehmen. Zumindest ist meine Einschätzung. So, das ist tot. Sehr gut. Bin auch schon wieder bei 4 Chronostasis-Punkten. Dann müssen wir nochmal gucken, dass wir auch richtig sind. Das sieht ganz gut aus. Da ist schon wieder so einer. Das ist halt blöd, weil das immer nur ein einziger ist. Und dadurch halt nie eine Masse zusammenkommt, wo man dann fürs Ausrotten benötigt. So wie bei den Puddings in dem Schwachsinn. Da kamen halt dann immer gleich 3-4 Gegner und dann sind sie halt irgendwann mal weg vom Fenster. Da lag jetzt eben auch irgendwie was. Eine Bronzemedaille, okay. Ich denke, die Chronostasis dürfte auch schon bald wieder fertig sein. Da ist auch schon wieder der nächste Gegner. Mit dem. Perfekt. Der kann halt echt gar nichts. Das ist ein bisschen schade, aber was soll's. So ist es eben. Eventuell haben wir auch Glück und im Eremitenödland ist dann diese eine Quest machbar mit dem Feld von dem Opa. Ich bin mir gar nicht sicher, ob wir die schon gemacht hatten. Angezeigt hatten wir sie ja eben nicht mehr bekommen. Das heißt, es kann sogar sein, dass die Quest schon fertig ist. Ich
mich daran erinnert, dass wir die abgegeben haben. Ich glaube, die Chronostasis ist eben auch abgelaufen. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall eine neue anmachen. Sieht so aus. So, perfekt. So. Da ist wieder einer von der Sorte. Fight with me. Denken sie immer dasselbe gegen die hier. Die Waffen und anfangen zu zaubern und gibt es. Even the stars down. So. Jetzt müssen wir hier so langsam rauskommen. Schattenflucht, das sieht gut aus. So, gegen die will ich nicht kämpfen, die sind blöd. Die nerven ein bisschen. Muss ich sagen. Weil bin ich mir auch nicht sicher, ob man die ausrotten kann oder nicht. Würde mich mal generell interessieren. Dann würde ich sie vielleicht in Zukunft doch bekämpfen. Wenn man die ausrotten kann. Weil die sind schon echt nervig. So an sich. Ich nehme mal wieder mit, danke. Also wenn man die nicht ausrotten kann, die hier jetzt meine ich, dann wäre das echt lächerlich. Und das wäre alles, was wir hier gemacht haben, ziemlich für den Hintern gewesen. Und abgesehen von den Epi, die wir halt bekommen haben. Aber so doll sind die Epi ja jetzt auch wieder nicht. Aktuell brauchen wir so einen Dicken noch nicht mal bekämpfen, weil wir genug Punkte haben. Irgendwie kommen hier immer noch die Viecher. Die haben sich wahrscheinlich aktuell ein bisschen auf uns eingeschossen, die Tiger. Das ist ja einfach mal. Zack, weg ist er. Alles gut. Ah, das ist so ein Dicker da hinten. Gegen den ich jetzt aktuell gar nicht kämpfen möchte, weil es sich nicht lohnt. Da muss erst eine Chronostasis für weggehen, damit sich das wieder lohnt. So, aber da wird jetzt gleich bestimmt noch einer von spawnen. Schätze ich einfach mal. Wollen wir jetzt nicht zurückgehen oder so? Macht ja auch keinen echten Sinn. Oder so einer? Okay. I'll just wing it. Wir nehmen auf jeden Fall mit. Think you might like this. Oh, ist noch gar nicht tot. Ich habe eigentlich gedacht, dass es schon tot ist. Was soll's? Weg ist er. Für den Gegner, ich weiß noch nicht genau was für einer, wenn man ihn nicht sieht. Irgendein kleines Kackviech, scheinbar. Hat sich ein bisschen versteckt, der kleine Scheißer. Naja, gut. Müssen wir mal gucken, nicht, dass wir jetzt falsch rumgehen. Der sieht ganz gut aus. Da oben will ich ja rein, ins Eremitenödland. Alles gut, würde ich sagen. Gegen das Ding kämpfe ich nicht. Ich mag die Viecher nämlich nicht. Die kosten nur Zeit, meiner Ansicht nach. Da wirklich einen großen, guten Effekt für uns haben die ja nicht. Jetzt bleibe ich ja in jedem Piss hängen, oder was? Was geht denn ab hier? Schaden kann es ja nicht, wenn wir sie mitnehmen, wenn sie schon neben uns stehen. Denke ich zumindest. So, jetzt sind wir hier. Jetzt gehen wir erstmal. Euch nehmen wir mit. Ich glaube, von denen konnten wir nämlich auch was. Weil wir hatten schon was abgegeben von denen. Also, mal gucken, was die Schwäche haben. Schwäche ist Frost. Frost, okay. Das ist doch ganz einfach.
Wir haben hier so einen super geilen Frostzauber. Voll easy, einfach weggefistet. Die konnten ja echt gar nichts irgendwie. So, jetzt sind wir hier in der Stadt. Genau, der hat hier doch noch eine Quest für uns. So, how long? I'd wager. Immer noch nicht die Antereif, okay. Dann hat sich das fürs Erste erstmal noch gegessen hier, die Sache. Wollen wir mal an einem anderen Tag machen, denke ich. So, ich hätte hier aber ganz gern ja irgendwie noch so einen Schokobo-Fresser, gell? Der war ja irgendwie hier oben das letzte Mal. Hier schon wieder, dann machen wir euch halt mit. Ist ja kein Thema. Bap, bap, bap. Einfach in Space rein. Das war super einfach. Super, super einfach. Muss ich sagen. Ihr schon wieder. Da kommt halt her. Ihr könnt ja eh nichts. Evil has a price. Easy peasy. Das letzte war der irgendwo hier oben unterwegs. Das Scheißvieh. Gucken wir mal, ob wir wieder einen finden irgendwie. An den Kackviechern. Ich denke, dass wir hier vielleicht sogar schon ein bisschen weit drin sind. Dum, 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 dum. Waren wir da schon mal? Ich weiß gerade gar nicht. Ich glaube, da kommen wir gar nicht rüber diesmal. Macht aber nichts, kommen immerhin Gegner hier unten. Oben sind ja jetzt nicht wirklich welche gewesen. Wo ist so ein Schokobo-Fresser, Mensch? Was bist denn du gewesen? Du sahst interessant aus. Was war das für ein Ding? So blöde Kalis, die können wir ja einfach wieder weghauen. Mit Eisra ist das echt super einfach. Wenn wir mal diese zusammenstehen, gab es hätte wieder. Aber naja, macht ja nichts. Machen wir es halt so. Geht ja auch. Letztendlich. So, ich hätte aber ganz gerne irgendwie noch so einen Dings, so einen Schokobo-Fisch. Ich glaube, das war da irgendwie das letzte Mal. In der Gegend stand herum und hat uns vermögen. Ich kann mich noch genau daran erinnern, wie er uns weggebasht hat. Der Sauser. Diesmal waren sie wieder alle schön zusammen, war kein Thema. Da oben drauf war der das letzte Mal irgendwie. Hier schon wieder, ist ja gar nicht. Nur die Kackviecher hier. So. Immerhin standen zwei zusammen. Das geht dann immer noch. Finde ich. Ist das einer? Ne, du bist irgendwas anderes. Kommen aber nicht rechtzeitig hoch, um gegen den zu kämpfen, denke ich. Bisschen scheiße. Ich glaube, er ist runtergefallen. Bist du für einer? Weiß gerade nicht genau, was das für einer ist. Chefpudding ist das. Ah, von dem brauchen wir doch auch irgendwas. Schwäche ist Eis.
sieht doch gut aus. Machen wir das doch einfach mal. Ja, wir hätten ihn vielleicht debuffen sollen, der hält nämlich ein bisschen was aus. Time to repent. Okay, ging aber auch so. Nächstes Mal debuffen wir ihn trotzdem. Jetzt haben wir wieder dieses Wundergelee-Kram bekommen. Chef-Puddings brauchen wir auf jeden Fall auch. Deswegen passt das ganz gut. Nur einer von der Sorte, okay. Vielleicht brauchen wir nur noch eine, um die auszurotten. Das wäre ja auch lustig, aber das wäre dann super schnell gegangen, muss ich sagen. Ja, eigentlich kommen die ja immer in der Gruppe. Naja, was soll's. Wenn es eben so ist, ist es eben so. Jetzt kommt wieder einer. Uncool. Dürfte ruhig eine Gruppe sein. Wirkt ja auch nicht, wenn wir jetzt jedes Mal gegen den einen Kackkerl hier kämpfen. Fehlt ja irgendwie ein bisschen was. Was mit dem Schokobo-Fresser? Den warten wir immer noch so ein bisschen. Uncool, uncool. Vielleicht gerade die falsche Zeit oder so. Könnte ich mir vorstellen. Dass es daran vielleicht liegen mag. Oh, das ist jetzt der falsche Stand gewesen. Das war natürlich super schlau von mir. Egal, wir haben den Frostschlag zur Not noch. Damit geht ja auch einiges. Lauf vor was, ist die Frage. Ist doch gar nichts, so Trottel. Was erzählst du denn da? Wieder drei von denen. Ready for this? Also ich hätte zumindest gerne auch noch ein paar Chef-Puddings hier irgendwie. Mal gucken, vielleicht kriegen wir da ja noch einen oder zwei. Ich weiß zumindest, dass sie jetzt aktuell zu der Zeit hier rummachen, deswegen bleiben wir auch hier. Denke ich. Gehen wir hier rüber. Ich weiß, dass der irgendwo hier war. Der Schokobo-Fresser. Sieht aktuell aber nicht so aus, als ob er wieder hier wäre. Der Sauhund. Hier war eins der Teile, die haben wir aber ja alle schon gesammelt. Ist also alles relativ uninteressant. Was das angeht. Hier oben ist ja nur die ganz große Landestelle, da wollen wir ja nicht hin. Gehen wir mal wieder runter. Bisschen ungut. Gut schon wieder. War auch nur einer. Let's start a stampede. Dann würde ich sagen, gehen wir hier einfach mal Richtung Bahnhof weg. Gucken, dass wir die Punkte noch voll machen und gehen einfach mal in ein anderes Gebiet. Machen jetzt hier erstmal die Chronostasis wieder an und scheißen da einfach drauf. Und gehen hier irgendwann nochmal später hin. Das ist ja jetzt nichts, was wir heute erledigen müssen. Irgendwie, das wäre ja alles nur so Zusatzzeug gewesen. Wenn jemand die Uhrzeiten weiß, wann der Schokobo-Fresser hier rummacht, dann... Der ist ziemlich langsam, muss ich sagen. Das war mal so nicht viel Zeit, den wir mal wieder nachgucken zu müssen. So. Und Chef-Pudding noch, sehr gut. Jetzt hat er mich gehauen, ey. Der hat mich schon nicht mal gesehen gehabt, der Trottel. So, Kacke. Naja, immerhin kann er nichts. Gucken wir mal, ob wir genug Wunder, die wir jetzt haben. Für die Quest, weil wenn nicht, machen wir die vielleicht doch noch. Ich glaube, das war hier irgendwo. Oder? Hier, ah, jetzt haben wir drei Stück, also passt es. Perfekt. Sehr gut, sehr gut. Wenn wir nur mal gucken, wie wir hier wegkommen wieder. Ich denke, wir müssen noch nach rechts ein Stück. Wir müssen hier irgendwie rein. Das richtig sehe.
Da ist sogar noch ein Pudding, den machen wir doch dann mit. Der haut immer mit seinem riesen Katzearm auf einmal. Er liegt da im volles Brot die ganze Zeit. Das ist richtig heftig. Alles Klärchen, weg mit dem. Sollen wir nur mal gucken, ob wir auf dem richtigen Weg sind. Sieht ganz gut aus, würde ich sagen. Müssen wir mal gucken, dass wir da jetzt ankommen, wo wir hin müssen. Dann Scheiße. Nehmen wir es einfach mit. Warum denn nicht? I'll just wing it. You think you can be forgiven? Then we meet again. Easy peasy. So, müssen wir mal gucken. Wir müssen da rein. Und dann jetzt so ein bisschen im Zickzack latschen. So, jetzt müssen wir richtig sein. Oh, da ist einer. Perfekt, Mann, perfekt. Wie lucky war das denn? Show them what you can do. Nur wenn nur noch das Eis, das Gegenstand-Ding droppen, was wir brauchen. Okay, also Feuer und Blitz Feuer und Eis sollten wir nicht machen. Das heißt, wir können blitzen, aber. Okay. Was sollen wir denn machen? Physische Magenschancen bei Kontraangriffen nach Bissattacken. Okay. Evil has a price. Kopfmodus, perfekt. Ausweiden, 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 so lange es und so schnell wie es geht. Evil has a price. Keep up if you can. You think you can be forgiven? Keep up if you can. Nee, du sollst mich nicht kochen. Und auch nicht fressen, mein Bester. Geheim Rezept, okay. Knoche. Dann heilen wir uns doch einfach mal. Also ein bisschen Schaden hat er ja doch schon gemacht, der Sausack. Und er ist auch gut gemacht, den wir gerade. Würde ich sagen. Ach, holy fuck, jetzt macht er da Damage. Okay. Irgendwie macht er mir zu viel Schaden gerade. Wie geht der nach hier? Was für ein Dreckspiel. Heiltrank, Heiltrank, Heiltrank. Was macht der denn da mit uns? Gibt's ja gar nicht. Geht er denn auch nicht mehr in den scheiß Schockmodus irgendwie? Ja, ich bin schon mal, ja. Genau das, was ich jetzt nicht brauchen würde. Okay, ich kann mich eh nicht mehr ein. Okay. Ich denke, wir müssen die Zeitdilatation mal nehmen. Mit Kraftliebe rausballern. Go, go. Okay, wir haben es geschafft. Was hat halt jetzt zwei Punkte gekostet, oder was soll's? Eiswall Stufe 1 bekommen und das Grünmonster muss. Also alles gut. Weil ich denke, ohne wären wir wahrscheinlich sogar untergegangen. Was soll's? Jetzt müssen wir irgendwie dann nochmal einkaufen, bevor wir hier ganz weg können. Müssen wir mal gucken, wir müssen ein bisschen weiter nach links. Aber Hauptsache, wir haben das Drecksvieh noch besiegt. Weil der kann schon ein bisschen was. Und wenn wir den ausrotten müssen... Uiuiui, holla die Waldfee, sag ich nur. Aber gut. Wir müssen halt irgendwie jetzt mal zum Einkaufen dann noch kommen. Mal die nächste Chronostasis anmachen. Dann gehen wir noch einkaufen in der Kanuskus-Siedlung. Und dann
gucken wir, dass wir unsere EP wieder füllen. An den Dicken, die 2 Punkte geben, wenn möglich. Und dann gehen wir in ein anderes Gebiet. So ist aktuell mein Plan, den ich mir jetzt zurechtgelegt habe. Die Frage ist nur, gehen wir in diese Dünen, wo wir schon mal waren, oder gehen wir nach Yusnan, wo wir noch nicht waren? Ich denke, wir werden erstmal nach Laxarion fahren, werden dort dann die Nebenquests machen, die wir noch machen müssen, mit dem Chocobo-Ding da bei dem dieses Chocobo-Geschäft aufsuchen und sowas. Und werden dann von da nach Yusnan gehen, denke ich. Das ist aktuell mein Plan, den ich mir überlegt habe. Ich denke, das könnte ganz gut sein. Aber wie gesagt, erstmal müssen wir jetzt zum Einkaufen und unsere EP wieder füllen. Das ist ganz wichtig. Ansonsten bringt uns der beste Plan nichts, wenn wir einfach umfallen. Wie als wenn nichts gewesen wäre. So, kaufen bitte. Was hast du denn Schönes? Genau, hier. Erstmal, ach, du hast gar kein Dings. Warum hat die keine Phönix-Tränke? Phönix-Federn? Mal gucken. Thank you. Ausstatter Grämer, der hat doch bestimmt hey sowas. Genau, Phönix-Dinger. So, und dann gehen wir jetzt noch was essen in der Dorfkantine. Aber erstmal wieder die Chronostasis an. Mit unserem letzten Punkt. Das da, danke. Ganz aufgefüllt, das ist das, was ich will. So. Bahnhof müsste hier oben irgendwo sein. Schauen wir mal. Gegner wären schön. Von den Dicken. Den Kleinen brauche ich nicht. Da oben ist der Bahnhof. Gehen wir mal ein bisschen in die Richtung, würde ich sagen. Ich weiß, dass die Dicken jetzt auch kommen, weil da ja noch einer vorhin war. Das heißt, sie müssten jetzt ja auf jeden Fall auch auftauchen. Irgendwie ein bisschen hier hinten in der Richtung, wo er aufgetaucht war. Gehen wir mal in die Richtung herum. Da ist irgendwie ein Gegner, aber ich glaube, das ist wieder so ein kleiner, der im Baum steckt. Ja. Da haben wir es auch bestätigt bekommen noch. Müssen wir da hoch, danke. Du Sack. Oh, bitte, dickes Ding, komm schon. Tauch auf. Brauch dich. Ganz viele von dir sogar. Am besten. Da oben ist einer. Perfekt. Komm her, Dicker. Du bist der, gegen den ich kämpfen will. Danke. Wir können das. Ich muss nur gerade nochmal gucken, was gegen Eis und Blitz war der schwach. Machen wir ruhig Blitz, weil Eis kostet mehr Mana und ich glaube, Blitz ist dann effektiver trotz allem. So, zack. Zack. Gleich nochmal. Blitzen, am besten so, dass er stirbt, bevor er wieder aufsteht. Das ist richtig gut. Klappt auch wieder. Perfekt. 3 Punkte wieder bekommen. Und dann würde ich aber auch sagen, machen wir an der Stelle erstmal einen Cut. Ich bedanke mich schon mal fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.